Nach der Allplan-Oberfläche zeigen wir Ihnen die Paletten und wofür Sie diese nutzen können. Sie finden sie links am Bildschirmrand. Wenn Sie die Paletten anwählen, können Sie sie anschließend auch dauerhaft anpinnen, damit sie geöffnet bleiben. Zuerst sehen Sie die Eigenschaftenpalette. Diese stellt alle notwendigen Informationen bereit, mit welchen Einstellungen Sie gerade zeichnen oder informiert Sie über alle Details, wenn Sie ein Element angewählt haben. Diese Informationen können Sie in dieser Palette auch direkt bearbeiten. Viele Bauteile wie Türen oder Fenster können auch nach dem Anwählen direkt in dieser Palette angepasst werden. Und Sie können auch mehrere Objekte gleichzeitig anpassen. Nun sehen Sie die Palette Assistenten. In diesem Beispiel den BinEasy-Assistenten mit vielen vordefinierten Informationen, die Sie für den EFC-Export benötigen. Sie können aber auch andere Assistenten nutzen, die Sie auf Connect finden oder selbst welche erstellen. Die Elemente aus dem Assistenten werden dann nur noch mit einem Doppelklick rechts übernommen und schon kann es losgehen. Als nächstes sehen Sie die Palette Bibliothek. Hier finden Sie viele nützliche Inhalte wie Fenster, Türen, Möbel, Autos, Pflanzen oder Python-Parts. Als nächstes zeigen wir Ihnen die Objektpalette. Um Ihnen einige Möglichkeiten dieser Palette besser zeigen zu können, wechseln wir in die Animationsdarstellung. Hier können Sie alle Elemente anzeigen lassen, sortiert nach festgelegten Kriterien. Im Beispiel haben wir die Sortierung nach Teilbildinhalt verwendet. Nun können Sie Transparenzen festlegen. Sichtbarkeiten steuern. Elemente markieren. Oder Farben zur besseren Sichtbarkeit ändern. Mit der Palette Ebenen können Sie alle im Projekt vorhandenen Ebenen anzeigen lassen oder auch neue erzeugen. Die Palette Issue Manager können Sie nutzen, wenn Sie gemeinsam mit anderen an einem BIM-Projekt arbeiten. Mit der Connect-Palette haben Sie direkt Zugriff auf den Content auf Connect. Die Palette Layer bietet Ihnen die Möglichkeit, direkt während dem Arbeiten die Sichtbarkeit Ihrer Layer zu steuern. Sie können Layer unsichtbar schalten, aktivieren oder einfrieren. Die Layer haben auch großen Einfluss auf die Zeichnungstypen. Dazu kommen wir im Video Planlayout. Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die Projekte.